Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es hier, wie man sehen kann, vom Harzer Hexenstieg, Beginn in Osterode bis nach Thale an einem Tag. Und danach geht es noch weiter um den Ostharz zurück nach Osterode. Und ja, das beginnt heute. Wir haben 5.59 Uhr und damit beginnt dieses Abenteuer. So, der erste Stempel ist geholt, der vom Eselsplatz. Leider ist der defekt, deshalb haben wir diese Nummer da aufgeschrieben. Und ja, jetzt geht es weiter zum nächsten Stempel. Eben hatte ich unten... Vergiss nicht zu erwähnen, dass du einen Platten hattest. Ja, eben hatte ich unten in Osterode, geil, hinten einen Platten. Und ja, da waren Glasscherben auf dem Weg. Kann man nicht viel gegen tun, gegen Glasscherben. Ich dachte, meine Mäntel halten das eh aus und habe sie auch erst gesehen, als ich drüber gefahren bin. Ja, hinten war dann schön platt. Aber jetzt ist er wieder fest. Ich baller noch ein bisschen Luft rein, weil jetzt hat sich der Schlauch so ein bisschen ausgedehnt schon mal. Und ja, hoffen wir, dass sowas nicht mehr passiert. Und da, schöne Morgensonne. Ja, dann sehen wir uns oben am Bernbroherteich. Erster Trail für heute. Zwar nur klein, aber fein. Und danach direkt Stempel vom Bernbrucher Teich. Nein, ich hab den Ticker verpasst. Oh, holy shit. Ich glaube, er ist durchgefahren, keine Ahnung. Der war nice. Kommt der Stempel? Fritz Meinecke, das geht an dich. Wir schaffen den Harzer Hexenstieg in einem Tag, nicht in zweien. Zweien, ey. Ist ja einfach, ey. Ein Tag muss man das machen. Harzer Hexenstieg, ein Tag. Bernbrucher Teich, 137. Wie sehr hast du die Matschpfütze mitgenommen? Ja, ich muss euch mal hier... So. Die Matschpfütze, die habe ich... mitgenommen hast. Keine Ahnung, ich glaube so gut wie gar nicht. Habt ihr einfach gebunnyhoppt. Stich hat's erwischt. Und hinten voll umgelandet, glaube ich. Ich habe es versucht, aber ich weiß ja nicht, wie ich so hoch gekriegt habe. Ja, das geht. Der ist ein bisschen tintig. Achtung, nimm einfach meinen, du musst nicht nochmal eintauchen. So, gleich kommt die nächste Stempelstelle. Haben jetzt 8 Uhr. Und ja, geht jetzt runter zum Schnurrhutzaler Wiederwagen. Wieder habe ich nicht abgezogen, ey. Was steht da denn? Steht da etwas? Hier ist nur viel Matsche. Ja, der ist nicht so schön anscheinend. So, Förster Ludwigplatz, der Stempel, den habe ich an sich auch schon, nur den brauche ich jetzt noch fürs Heft. Gut, hier seht ihr, Stempel ist erledigt. Gut, dann sehen wir uns, glaube ich, irgendwie wieder Eckersprung oder so, weil bis dahin filme ich nicht, weil es so gut wie nur bergauf geht. Zwar jetzt nicht langweilige Wege bergauf, aber trotzdem lohnt sich das nicht. Ja, und dann sehen wir uns nochmal auf dem Brocken. Da gönnen wir uns irgendwas. Und dann geht's ab den Brocken runter. Ja, Richtung Thale. Das wird geil.
Duft. Passt. Gut. Haben wir den Stempel auch. Jetzt geht es zu den Zetern klippen. Aber erstmal essen wir was und fahren die Brockenstraße runter. Ja, von da aus geht es irgendwo weiter. Ich weiß auch nicht mehr genau wo. Es gibt nämlich ein paar Stempel hier in der Gegend. Ich glaube, deine Handschuhe liegen noch hier oben. Bis zu den Zetern klippen und dann geht es auf den ersten Trail. Geholt. Ja, gut, und neben Brockenkoppel, ne? Geh noch kurz auf die Klippen hoch, willst du mit? Puh. So. Da waren wir noch vorhin drauf, sind an Brockenstraße runter und schon gigantisch. Da unten, ich weiß nicht, ob man es sieht, Menningerode. Das heißt, da geht's runter. Da hinten irgendwo sollte das Bodetal sein. Da müssen wir noch hin. Da sind auch noch Klippen oder sonstiges. Da müssen wir sicherlich auch noch hin. Das ist sicher auch noch ein Stempel. Und ja, was kann ich sagen? Der Hochharz auf der anderen Seite des Brockens ist sehr schön. Bis auf, dass hier leider so gut wie alle Bäume tot sind. Hat er sonst eine sehr schöne Natur. Die Trails sind spitze. Und das wird, denke ich, Spaß machen hier so die nächsten Tage hier im Ostharz. Dann geht's wieder runter. Wir sehen uns auf dem Trail. Okay, jetzt geht's den Trail runter. Müssen uns jetzt auch schon ein bisschen beeilen. Also mal gucken. Wir sollten aber noch alles rechtzeitig in ankommen. Woody. Gut. Wow. Hier kommt jetzt der Trigger Stuff. Hallo. Ja gut, hier müssen wir noch hier weiter.
Gut, erste Wasserstelle. So, hier kommt die zweite, meine Schaltung. Komplett Dreck ins Gesicht. Das war sehr knapp. Uphill-Training. So, der Weg, den wir dann genommen haben, war vielleicht nicht der beste oder schönste. Und er hat uns, glaube ich, eine halbe Stunde insgesamt aufgehalten, weil überall Bäume quer lagen. Deshalb sind wir jetzt etwas hektisch. Wir lassen die Leistenklippen aus. Die gehören nicht offiziell zum Hexenstieg. Und ja, wir fahren jetzt so schnell wie möglich nach Dreiane-Hohne und gucken da auf unsere Zeit nochmal. Ja, aber hier ist ganz wenig Tinte drin, du. Die Nummer 13. So, wir sind am Trudestein. Und natürlich nehme ich diesmal mein Handy mit hoch. So dumm bin ich nicht. So, Trudestein, wo bist du hier? Wir sind schon in Brocken und Nationalpark. Na toll. Ich glaube, das ist die zweite. Hier, der Trudestein. Ja, ich muss euch runterhalten, weil die Nummer steht hinten dran. Und das darf ich nicht filmen. Ah, gut. Das hier sieht schon mal geil aus. Ab nach ganz oben. Ja. Der ist nice. Da hinten, ich weiß nicht, ob man... Ah, ne, das ist sogar nur der Wurmberg. Der ist auch schon weit weg. Achtung! Danke. Hallo. Wow. Ja. Der ist nicht beim Hasse-Hexenstieg dabei, aber auf jeden Fall im normalen Stempelheft. Gut, vielleicht machen wir noch so eine Münze und gucken. Dann sehen wir uns entweder beim nächsten Stempel, ja, oder beim nächsten Trail. Mal gucken, was zuerst kommt. 40. So, ich muss wieder unten. Wegen Zahl. Bisschen doof, aber passiert. Der Wasserfall ist da vorne. Man sollte es sehen. Und geht's weiter zur Burg. Hier, Burgruine Königsburg oder so. Ja, doch. Das ist es. Bin jetzt hochgewandert, weil mit dem Fahrrad. Das wollten wir dann nicht hochschieben. Wären wir jetzt gerade mal auf der Hälfte. Dieser 43er Stempel, der ist irgendwo bei Bad Lauterberg. Ich verstehe das einfach nicht, ey. Aber ich gönne kurz mir den Ausblick, während die trocknen. Und dann gehe ich auch direkt wieder runter. Dann geht's weiter. Und ab jetzt befinden wir uns im Bodetal. Wir haben, glaube ich, um die 70 Kilometer aktuell, das heißt noch 50. Das sollte machbar sein von unserer Power auf jeden Fall. Wir müssen ein bisschen beeilen, weil es gibt nur bis 19 Uhr Essen. Man kann zwar sagen, dass man später kommt, aber wir haben erstmal gesagt, dass wir um 8:30 kommen. Nur so lange brauchen wir hoffentlich nicht. Okay, ist das ja. Genau, ja. Und ja, hier kann ich euch mal endlich so... Jo, der ist extrem siffig. Damit kann ich noch einen stempeln. Dann machen wir hier wieder kurz Pause. Da hinten, man sieht sehr schön den Brocken durch. Einfach nur himmlisch. Und
Ja, von da sind wir gekommen, ey. Wir sind echt dämlich. Ja, heute Morgen haben wir den Brocken noch auf so eine Entfernung gesehen und sogar noch weiter, so weit, dass man Farben noch nicht mal erkennen konnte. Und jetzt sehen wir ihn von der anderen Seite. Nicht schlecht. Das ist schon die Bode. Bodetalsperre bei Königshütte. Ja, jetzt sind wir nur noch im Bodetal. Ab und zu geht es nochmal bergauf, bergab, um extra Stempel zu holen. Aber weit ist es wahrlich nicht mehr. Wir haben keine 50 Kilometer mehr. Noch ungefähr, wir haben ungefähr jetzt 73,5, also ein paar 40 Kilometer. Und ja, dann sind wir schon in Thale. So, wir sind am Hohen Kleef, oberhalb von Rübeland, das zeige ich euch gleich auch noch. Ja, ich darf es euch wieder nicht zeigen wegen den Nummern. Lief doch. Was? Lief doch. Wie lief doch? Ja, Sterne, das ist nicht normal. Nummer? Oh, Klee. 88, nicht 188. So, also der Stempel. Mein Heft ist noch relativ leer, sage ich mal. Also ich habe hier so ein paar Seiten, wo ich halt ein paar mehr Stempel zwischendurch habe. Aber an sich, ich habe alles in meiner Nähe habe ich abgeforstet, stempeltechnisch her. Und ja, deshalb... Deshalb ist jetzt diese Reise unternommen worden für Stempel und für Spaß und für Qualen. So, hier ein Blick über Rübeland. Oder ja, doch Rübeland heißt es, glaube ich. Da hinten die Berge ist der Brocken und andere Teile. Ja, und ansonsten. Ich kann hier fast gar nicht mehr erkennen, dass das hier Harz ist im Vergleich zu uns. Bei uns stehen überall Fichten und so. Und hier alles Laubbäume. Da hinten überall Felder. Recht offen. So ein bisschen hügelig, aber an sich nicht mega viele Höhenmeter. Und ja, aber das wird noch extremer. Das Bodetal frisst sich noch richtig durch den Boden. Da unten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da unten ist die Bode, die uns eine Weile schon begleitet. Ja, gleich gibt es einen Trail, wenigstens etwas Besseres, ne? Mal gucken, wie der so wird. Ich hoffe gut und ja, wahrscheinlich kommen wir nicht mehr bis 19 Uhr nach Thale. Das heißt, wir kriegen in der Jugendherberge kein Essen, sondern müssen uns dann irgendwie irgendwas holen in Thale. Oh ja, der Trail gefällt mir. Erstmal von den Pedalen absteigen, gar keine Lust. Oh. Achtung, du rutschst zur Seite weg. Noch eine da vorne, aber die ist auch easy. Die hier ist auch easy. Gut. Sind jetzt unten in Rübeland. Ansonsten sind wir dann auch schon fast durch mit Rübeland. Ja, wir sehen uns dann wieder beim Stempel. Vielleicht fahren wir den Trader runter oder wir wandern hoch. Kommt drauf an, wie gut er ist und ob wir den hochschieben wollen oder ob wir ihn hochfahren können. Und gleich einfach wieder runter. Ja, hier ist ein bisschen schöner mit Baum und Wurzeln. Ich glaube, auf der GoPro sieht man es nicht, aber da hinten ist so ein kleiner weißer Pavillon. Da waren wir vor wahrscheinlich ungefähr vor ungefähr 20 Minuten oder so, waren wir da drüben. Und sind dann runtergefahren, haben jetzt hier hochgeschoben, teilweise.
Ob wir das fahren werden, weiß ich nicht. Es sind sehr viele sehr enge Spitzkernen und es gibt sehr viele Stücke, die man nicht fahren kann, weil da Wurzelfelder sind. Da ist die Wurzel so dick wie mein Körper und davon gibt es ja haufenweise. Und dann gleichzeitig gehen da noch Löcher nach unten ab. Das probiere ich lieber nicht. Aber ja, wir sind gleich aus Rübeland raus und dann geht's zu dieser anderen Talsperre. Und ja, dann kommen wir Thale näher. So. Wir sind jetzt bei der Talsperre Wendefurt. Ja, so, ja, dann geht's gleich Richtung Altenbrack. Und danach geht's nach Altenbrack-Tresenburg und von da aus Thale. Also, ja, wir kommen dem Ziel näher. Es wird noch schlimm genug. Ein Platten Reifen muss morgen fliegen. Oh, das ist immer lustig, ja. So, wir sind in Thale angekommen. Ich weiß nicht. Man sieht so ein bisschen, ja. Und ja, wir gehen jetzt gleich noch was essen und dann war es auch mit dem Tag. Ja, der war anstrengend genug und ja, haben noch Platten zu flicken. Das denke ich machbar bei dem. Haben gerade 21 Uhr. Und ja,